Moin und willkommen zurück in San Marino. Heute mit dem Spiel des Tabellenersten gegen den Tabellenvierzehnten oder auch der stärksten Mannschaft der Liga gegen die schwächste Mannschaft der Liga. Und das Hinspielergebnis war übrigens ein 6:0 für uns. Und jetzt kommt das Auswärtsspiel gegen Trepen, ne? Und ja, ich freue mich drauf. Weil es eigentlich nicht zu schwer werden dürfte, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Gut, es gibt auch ein paar Neuigkeiten. Und zwar haben wir einen neuen Spieler. Das hab ich ja schon mehr oder weniger angekündigt, aber jetzt ist Filippo Amore in unserer ersten Mannschaft. Und ich habe mich dazu entschieden, den Kader noch nicht zu vergrößern, weil ich ja aktuell in der Liga am liebsten mit Bestbesetzung spielen möchte. Deswegen habe ich dafür jemand anderen nach unten geschickt, in die zweite Mannschaft. Und zwar fiel die Wahl hier in dem Fall auf Tristan Tschirkop. Der ist jetzt in der zweiten Mannschaft aktuell, aber es kann sein, dass er nächste Saison wieder hochkommt. Wenn ich dann vielleicht den Kader ein bisschen ausdehnen möchte, je nachdem. Möchte ich eigentlich schon machen, aber mal schauen, wie wir das dann genau umsetzen. Was gibt es noch zu sagen? Jetzt, dadurch hat die Jugendmannschaft, dadurch, dass wir ihn hochgeholt haben, da kam kurze Zeit später auch ein neuer, starker, talentierter Spieler. Und jetzt gibt es in der Jugendmannschaft, in der B-Jugend, keinen Spieler mehr, der ein Zwei-Sterne-Talent ist, sondern nur noch besseres. Also es geht voran, was das Talent hier angeht, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch was zu sagen? Es kann sein, vielleicht habe ich es vergessen. Aber das ist das Wichtigste. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe mich diesmal aktiv darum bemüht, die stärksten Spieler für dieses nächste Pflichtspiel frisch zu bekommen. Deswegen habe ich in diesen beiden Spielen gegen die Jugend, die ich ja immer so gerne bestreite, bewusst die schlechtesten aufgestellt. Also ich habe nach Stärke sortiert und dann hier von hier unten angefangen, die aufzustellen. Und guck mal hier, Sereni ist nicht mehr angeschlagen. Das heißt, er ist bald wieder dabei. Aber ja, ich habe hier bei den beiden Spielen die Schwächsten aufgestellt, damit die Stärksten eben geschont werden und wir die jetzt aufstellen können. Und Greco wird ja auch bald wieder da sein. So, nächste Folge rechne ich so ungefähr mit seinem Comeback. So circa. Okay, und das war das bisher, die Einleitung. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los in das Spiel gegen Trepenne. Drei Federn heißt es ja auch. Ja, okay. Auf geht's. Arsenal London. Ah ja. 3D-Spiel. Trepenne im Heimtrikot und wir im Auswärtstrikot. Da haben wir mal ein bisschen was anderes. Also diesmal nicht auf die Argentinier gucken, sondern auf die dunkelblauen. Die theoretisch auch Argentinier sein könnten, weil die Argentinier auch gerne mal dunkelblau spielen. Egal. 3D-Spiel. Wir sind deutlich stärker, über 100 Punkte stärker. Deswegen hoffe ich, dass es klappt heute. Und heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Und nochmal herzlich willkommen zum Spiel des Tabellenersten gegen den Tabellenvierzehnten, der stärksten Mannschaft gegen die schwächste. Und dem Rückspiel nach einem Hinspiel, das 6:0 für uns ausgegangen ist. Also diesmal auswärts, damals zu Hause. Das heißt, theoretisch dürfte es nicht mehr ganz so krass ausfallen, aber man weiß ja nie. Wir sind ja auch stärker geworden und wer weiß, vielleicht sind die, na gut, schlechter sind sie nicht geworden. Ich mach mal die Mittelfeldgeschwindigkeit höher. Und dann sind sie gleich am Drücker hier. Aber da sind wir wieder. Oha, geht's gleich zur Sache. Gleich gelb für Trepenne. Für Lorenzo Giampaolo. So, und da sind wir jetzt dran. Oder auch nicht. Kossu habe ich da gerade gelesen. Da gab es auch einen Spieler namens Kossu, der sich irgendwie stark entwickelt hat. Aber der spielt, glaube ich, bei Murata. Das ist ein anderer dann. Es mir fällt auf, es gibt einige Namen, die doppelt vorkommen. Naja. Gut, Cenacchi. Ballerini. Und es wird gefährlich. Aber Inzaghi ist da. Also er hat seine Momente. Sowohl seine positiven als auch seine negativen. Oh. Das war nicht so ein schöner Pass.
Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Man müsste meinen, wir müssten uns eigentlich besser schlagen. Wir kommen kaum durch. Die beste Chance hatten bisher die, ja, die Hauptstädter. Ich meine, Drepen kommt ja aus der Hauptstadt. Und wir kommen ja nur aus der größten Gemeinde. Oh, oh. Das wurde gerade richtig gefährlich. Macht mir so ein bisschen Angst, dass wir trotz dem großen Stärkevorsprung so große Probleme haben aktuell. Ich meine, der Stärkevorsprung ist bei über 100 Punkten. Also das ist ja nicht nichts, ne? Müsste man eigentlich schon merken. Da sind sie schon wieder. Okay, erstmal ein Befreiungsschlag. Und da kommt der Torhüter bis zur Mittellinie rausgerannt. Auch nicht schlecht. So, aber jetzt haben wir Platz. Lass dich nicht einholen. Der kommt an. Und, jawohl, da ist es. Ach ja, okay, das entspannt die Lage ein bisschen. Dankeschön, Matteo. Und Federico. Gut. Dann wäre das Mindest soll schon mal erfüllt, das 1:0 steht. Darf es nur nicht in Gefahr geraten. Da wären wir wieder. Sehr schön. Schade. Gut, also wie gesagt, Trepenne kommt ja aus der Hauptstadt, aus San Marino City sozusagen. Oh oh, nicht gut. Oh ho ho. Uiuiui. Und wir kommen ja, wir als San Marino Calcio, kommen nicht aus der Stadt San Marino, sondern lediglich aus dem Land San Marino. Wir kommen aus der Gemeinde Serra Valle. Und Serra Valle ist die einwohnerstärkste Gemeinde des Landes. Da steht auch das Olympiastadion. Also was halt Olympiastadion heißt. Oder auch aktuell offiziell, glaube ich, San Marino Stadium. Heißt es, glaube ich. Ich meine, die Olympischen Spiele werden da wahrscheinlich nicht stattgefunden haben. Aber ich denke mal, Olympiastadion ist wahrscheinlich einfach so eine Bezeichnung für eine Art von Stadion, nicht wahr? Also kann ich mir vorstellen, weil ich wüsste nicht, wie man sonst auf die Bezeichnung Olympiastadion kommen könnte. Oh, das war nicht so gelungen, Gardlitano. Und da sind die Trepende-Leute wieder da. Oder die Hauptstädter. Wie auch immer. So, Fulignati. Der kommt an. So, jetzt aber. Schade. Na gut, wir haben das Soll schon erfüllt, das Mindestsoll. Aber ja. Und wie gesagt, ich habe es auch schon mal gesagt, es sind noch zwei Vereine, die so ein bisschen eine gemeinsame Vergangenheit haben und so ein gemeinsames Trikotdesign. Also, soweit ich weiß, ist ja das, also, da müsste beim Wappen von San Marino Calcio, müsste so ein kleines Wappen mit drei Türmen oder sowas versteckt sein. Und das müsste das Wappen von Trepenne sein. Die haben da wohl irgendwie was miteinander zu tun. Irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit oder so. So, gelbe Karte für Trepenne. Trepenne trägt übrigens, wie man sieht, das Wappen in der Mitte des Trikots. So wie ich glaube, dieses Jahr auch der VfB Stuttgart, also in der Saison 2018-19. Wir machen das, glaube ich, auch. Ist nicht sehr normal. Ich meine, kann man machen. Aber mir gefällt ja das Wappen auf dem Herzen irgendwie ein bisschen besser. Aber gut, kann man machen. Kein Problem. So. Nächster Torschuss. Schade, schade. Rizzo ist da. Und da sind wir auch wieder. De Rosa und... Oh, schade. Wenn Fulignati nicht da gewesen wäre, vielleicht wäre er sogar reingegangen. Da stand er ein bisschen im Weg, glaube ich. Das war ein Foul. Nächste gelbe Karte für Trepenne. Wollen die uns etwa einholen, was die unfairste Mannschaft der Liga angeht, oder was? Cenacchi, oder wenn ich es richtig gelesen habe? Jo, Cenacchi. Da ist Trucchi, Milozzi, Fulignati. Oh, sehr schön. Nachschuss, der Nachschuss hat's gemacht. Ja, der erste Schuss war auch nicht sonderlich schön. Aber der zweite, der musste reingehen. Wenn der Torhüter da irgendwo anders JWD auf dem Boden liegt, kann man den auch mal reintreten. Gut. Jetzt steht es 2:0 zur Halbzeit. Das stimmt mich etwas entspannt. Wie spielt denn La Fiorita aktuell? Oh, die liegen hinten. Gegen Virtus. La Fiorita liegt hinten. Nicht schlecht. Da besteht ja Hoffnung, dass wir uns einen Vorsprung erarbeiten.
Und ich sage mal, wenn wir den Vorsprung wieder haben, denke ich drüber nach, auch wieder bei den Pflichtspielen nach Frische aufzustellen. Also vielleicht ist es ja heute soweit. Wer weiß, wenn La Fiorita das nicht schafft, es noch zu drehen. Sobald wir 3 Punkte Vorsprung haben, gehe ich da wieder ein bisschen entspannter an die Sache heran. Und ich wechsle mal nach Noten. Da können wir Milozzi austauschen. So ungefähr. Und die nächstbestbenoteten sind Folignati. Und dann haben wir noch Dreier. Da haben wir entweder Amore, unseren neuen Spieler, oder Fugosi. Ja, Amore ist ein bisschen müder. Dann nehmen wir Amore raus. Keine schlechte Leistung. Also mit einer 3,0, das ist in Ordnung. Vor allem, weil die Abwehrspieler es immer ein bisschen schwerer haben, weil sie bei uns weniger zu tun haben. Ist nicht schlecht. Kommt Petrucci rein. Und das waren die Wechsel. Dann sagen wir mal, in der zweiten Hälfte drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Ich meine, viel fehlt da nicht mehr im Prinzip. Ich meine, es ist ja noch nicht mal ein 1 zu 0, es ist ja ein 2 zu 0. Gegen einen der schwächsten Mannschaften der Liga. Und ich rede mal wieder mit mir selbst. Das kann ich besser. Ich kann es besser, das weiß ich. Ja. Ich wiederhole auch das, was ich selbst sage. Also wer schon länger zuschaut, der weiß das. Das ist kein Geheimnis. So. Mit wem reden wir denn sonst noch? Ich rede mal mit Milozzi und Folignati einfach, weil sie gute Noten gekriegt haben, auch wenn sie schon draußen sind. Da mache ich ihn sogar euphorisch und Fulminati. Ah, kommt aber auch bei ihm gut an. Dann haben wir noch was frei und ich rede mit Drucki. Kommt auch bei ihm gut an. Sehr schön. Dann waren die Ansprachen erfolgreich und wir gehen weiter in die zweite Hälfte. So, das sind die 3 Wechsel. Hätte ich übrigens damals nicht gedacht, dass Marmolejo sich noch fängt. Ich habe gedacht, er hätte so abgenommen, dass er keine Rolle mehr gespielt hätte. Aber nö, so war es nicht. Und nochmal eine Karte für Trepenne. Oha. Die wollen es heute aber wissen. Naja, vielleicht sehen sie uns als Rivalen durch die gemeinsame Vergangenheit und sind da ein bisschen motivierter als sonst. Oder man will sich einfach gegen den Tabellenführer zur Wehr setzen. Ich meine, ist grundsätzlich löblich, ne? Man hatte ja in letzter Zeit in der Bundesliga vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass man es gar nicht versucht, gegen den Rekordmeister zu gewinnen. Aber wir sind ja noch alles andere als ein Rekordmeister, davon abgesehen. Wir sind einfach nur gerade mal Tabellenführer. So, gelbe Karte für uns. Die geht, glaube ich, an Marmolejo, wenn ich das Gesicht richtig erkenne. Glaube ich, gerade die Einblendung müsste Marmolejo gewesen sein. So, Ballerini. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Oder auch nicht. Da ist Dino. Und da ist das Klärversuch, der wieder beim Hauptstädter endet. Und noch eine gelbe Karte. Mal wieder für, ich hab's faul nicht gesehen. Für uns. Oh, nicht so gut. Fehlen ein bisschen die Einblendungen, ne? Bin mir gerade gar nicht so sicher, wer das war. Garritano vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Oder De Rosa? Ich hab noch nicht alle Gesichter drauf. Vor allem nicht die der 16-Jährigen, weil die nämlich nicht angezeigt werden im Spiel, also im Menü, was weiß ich. Kriegen ja erst so mit 17 oder 18, so in dem Bereich. Ich glaube, mit 17 kriegen die erst ein Bild. Auch wenn sie schon einen Kopf haben vorher. Das verstehe ich nicht so ganz, warum das so ist. Marmolejo. Garritano. Und Schuss und Tor. Sehr schön. Okay, Garritano war das nicht mit der gelben Karte. Sehr schön, aber. Das hat genau gepasst. So, Comotto kommt rein, wie es aussieht. Rocco Comotto, kein schlechter Name. Marcello Cennacchi ist draußen. Der war, glaube ich, auch gelb belastet, ne? So, Wettrennen, Schneckenrennen zwischen Dino und Drucki. Ja, die sind ein bisschen langsamer da unten in San Marino. Zumindest aktuell noch. Ballerini scheitert und der Ball rollt ins Aus. Schade, es gibt einen Wurf für Treppe, ne? Bisschen irritierend, ne? Dass die Argentinier diesmal die Gegner sind und nicht wir selbst.
So, schön gemacht von Trucchi, das war sauber, wie es aussieht. Und das war nicht sauber. Das gibt eine gelbe Karte für den Spielertrainer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Jetzt ist auch die Einblendung wieder da. Naja, gut. Wir sind auch nicht gerade ohne, was die Fouls angeht in diesem Spiel. Aber das ist die Taktik auch, ein Stück weit. Eben Fouls zu spielen. Um so ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Ich meine, wenn wir Gelbsperren kriegen sollten, oder vielleicht sogar Rotsperren, wir können das kompensieren. Wir sind die stärkste Mannschaft und wir haben einen großen Kader. Einen viel größeren Kader als alle anderen. Also wir können das kompensieren. Von daher sehe ich da jetzt auch nicht, dass sich das irgendwie rächen würde bisher. Diese Taktik und so unfair zu spielen. Also in Anführungszeichen unfair. Es kann ja auch eine Taktik sein. Schnell die Notbremse zu ziehen. Meine Notbremse ist ja ein relativ anerkanntes Mittel. Darin Gegentor zu verhindern. Und apropos Gegentor. Oha. Hätte ein bisschen früher zugreifen können, Inzaghi. Angiolino, wie er, glaube ich, mit Vornamen heißt. So. Eine Dribbelaktion von Garritano. Das Vigna, der Kapitän. Geht zu Boden. Freistoß für uns. Marcello Lo Monaco, den haben wir ausgeliehen. Der ist von uns. Ach, ist das schön. Dass der auch spielt. Freut mich. Das ist schön zu sehen. Dann wird er vielleicht hier auch ein bisschen besser. Kommt vielleicht stärker zurück, als er gegangen ist. Ich habe versucht, ein bisschen möglichst viele Leute loszuwerden. Zumindest die, die ich jetzt nicht in den Top 18 Kader der zweiten Mannschaft gesehen habe. Und schön zu sehen, dass er hier anscheinend spielt. Wohin er ausgeliehen wurde. Also ich weiß ja auch nicht auswendig, wohin sie ausgeliehen wurden. Deswegen war das gerade ein bisschen überraschend, das zu sehen, aber schön, dass er da ist. Da ist er. Lo Monaco. Sieht man den gerade im Bild? Jetzt nicht mehr. Da, Garritano. Das ist, glaube ich, hängende Spitze im Lo Monaco. So, Metallo. Sehr schön, dass das 4:0. Viel besser kann es ja kaum laufen. Aber La Fiorita gewinnt das, glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe, in der Splitztabelle. Schade. Wäre die Chance gewesen, uns abzusetzen. Aber heute noch nicht. Das ist Lo Monaco, unser Mann. Ich habe denen mal erlaubt, auch gegen uns zu spielen. Es ist ja, ich sag mal, Default ist das ausgestellt. Nach Motto, ihr dürft die nicht gegen uns aufstellen. Und ich dachte mir, warum nicht? Ich will, dass ihr möglichst viel Spielpraxis bekommt. Und ich sehe uns ja trotzdem im Vorteil. Deswegen muss ich denen das jetzt nicht verbieten, den Spieler aufzustellen, von dem wir wollen, dass er dort gefördert wird. Und dadurch wird er ja gefördert, durch ein Spiel gegen die beste Mannschaft der Liga. Aber okay. Wir haben gewonnen und das noch nicht mal knapp. Das ist schön. Sehr schön sogar. Ich habe ja immer so ein bisschen Bammel vor den Spielen, das mal nicht klappen könnte, weil wir uns manchmal ein bisschen schwer tun mit dem Tore schießen. Und dann durch komische Fehler die Tore kassieren. Aber das hat heute ganz gut geklappt. Sehr schön. Weiter geht's. Schade, dass La Fiorita gewonnen hat. Es wäre so schön geworden, wenn die heute Federn gelassen hätten. Naja gut, apropos Federn, Trepende. Gegen die haben wir heute gespielt. Witzig, witzig. So, weiter geht's. Huch, was, komische Töne. Der spielt immer manchmal mit voller Lautstärke noch ein Lied ein. Und dann schaltet er nochmal schnell um zu einem neuen Lied auf niedriger Lautstärke. Das ist eigentlich sehr merkwürdig. Ich verstehe auch nicht ganz, was das soll. Bei der Torhymne und Einlaufmusik oder so ist es, glaube ich, manchmal auch so merkwürdig. Oder zumindest bei der Torhymne. Naja, wie auch immer. Das sind die Statistiken zum Spiel. Hier sind noch weitere Statistiken. Gut, hier sieht man nicht allzu viel. Das ist die Textmodus-Ansicht sozusagen. So, die Tabelle. Wie gesagt, hat sich nicht viel geändert, weil La Fiorita doch gewonnen hat. Ansonsten kann man hier so ein bisschen anschauen, wie es so aussieht mit den durchschnittlichen Chancen, so allgemein, ne, insgesamt, so wie es aussieht. Und den durchschnittlichen Zuschauern, wo wir einen ziemlich hohen Schnitt haben, weil wir ja die ganzen Freikarten verteilen. Nicht, weil wir viele Fans hätten. Aber das lockt einfach die Gelegenheit, anscheinend kostenlos ein Spiel sich anzuschauen. Zumal das vielleicht der Tabellenführer ist, macht vielleicht auch noch was her. Naja, weiter geht's. Spieltagsstatistik, da haben wir zwei Leute. Oh, Inzaghi und Milozzi.
Nicht schlecht. Die Tore wurden, glaube ich, von unterschiedlichen Leuten geschossen bei uns heute, oder? Ja, jeder hat ein Tor geschossen. Metallo, Garritano, Fulignati und Milozzi. Hat sich schön aufgeteilt. Teamleistung. Sind wir nicht vorne. Wir haben heute nicht am besten gespielt von allen. Die Passquote ist nicht so hoch, aber die soll auch gar nicht so hoch sein, weil wir wollen das Spiel... Ja, das ist die Taktik, die wir spielen, ist so ein bisschen weniger auf Ballbesitz, sondern vielmehr auf möglichst viele Chancen kreieren. Kann man ja den Gegner auch ein bisschen müde machen, wenn er ständig verteidigen muss. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall funktioniert das ganz gut. Bisher sind wir Tabellenführer. Und es ist schade, wir wechseln so viel durch, dass wir halt die Tore immer so gleichmäßig verteilen. Wir haben auch ziemlich viele Offensivspieler, die sich dann abwechseln mit dem Tore schießen. Deswegen haben wir hier keinen unter den Top-Torschützen. Bisschen schade. Und auch bei den Noten tun wir uns ein bisschen schwer. Vielleicht, weil wir einfach so stark sind und man eine bessere Leistung von uns erwartet. Vielleicht haben wir deswegen auch so schlechte Noten im Vergleich zu anderen. Na gut, so viel schlechter sind wir jetzt nicht. Aber wir haben halt nicht so viele Spieler hier unter den Top-Spielern. Ja. Die Durchschnittsnoten sind tatsächlich nicht so toll. Aber gut. Fair Play. Oh. Bei Cosmos. Ach nee, das waren noch vom letzten Mal, ne? War doch beim letzten Mal. Oder war das beim letzten Mal? War das Cosmos? Diese so viele Karten? Nee, waren es nicht. Oder doch? Doch, waren es. War Cosmos, genau. Stimmt doch. Das waren die, die sich so viele Karten geholt haben. Und da mussten die jetzt noch die Sperren absitzen. Hat sich das eigentlich gerecht in der Leistung heute? Wir hatten Cosmos gespielt. Wir haben verloren. Vielleicht liegt das auch ein Stück weit. Na gut, Dogana ist auch eine stärkere Mannschaft. Nee, gut. Aber die vielen Sperren werden ihm bestimmt nicht gut getan haben. So, das Duell. Na, ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Zumindest was die Note angeht. Auch was die Chancen angeht. Schwache Leistung. War wohl kein schönes Spiel für die Beobachter. Naja, ich fand's ging. Wir haben schön viele Tore geschossen. Mit Vieren. Kann man sich eigentlich beschweren. So, weiter geht's. Und unsere Reserve hat auch gegen Trebende gewonnen. Sehr schön. Das synchronisiert sich anscheinend sogar so ein bisschen. Oh, guck mal an. Okay, wir haben wieder volles Vorstandsvertrauen, was das Sportliche angeht. Das Finanzielle, gut, das ist aktuell so, weil wir ja gerade Minus machen und weil der Vorstand nicht damit rechnet, dass wir Freikarten verteilen, statt Tickets zu verkaufen. Deswegen nimmt er uns das ein bisschen übel und wir sind auch im Liga-Pokal ausgeschieden. Das nimmt er uns finanziell auch übel. Aber sportlich ist wieder alles gut und ich würde sagen... Solange es so ist, werden wir mal versuchen jetzt in der Zwischenzeit, vielleicht zwischen den Spielen schon, mal den Vertrag zu verlängern, jetzt wo wir wieder das volle Vertrauen genießen. Gut, auf geht's. Also würde ich sagen, dann versuchen wir mal den Vertrag zu verlängern. So, Gut. Wie gesagt, in der zweiten hat es auch geklappt. Da haben wir ein bisschen schlechter gespielt. Da haben wir nämlich ein Gegentor passiert. Aber schön, dass sich das synchronisiert hat. Denn eigentlich dürfte es nicht so einfach synchronisieren. Weil erstens ja die zweite Liga ihren unabhängigen Spielplan hat. Gut, der dürfte in der ersten Saison vielleicht noch der gleiche sein. Weil es vielleicht nach dem Alphabet ging. Aber demnächst müsste es, glaube ich, nach Platzierung gehen, wie sich der Spielplan zusammenstellt. Und außerdem haben wir ja viel mehr Spiele. Die sind schon, wie man sieht, bei 35. Spieltag. Also sie haben, glaube ich, wie war das? 45 oder so Spieltage? Ne, Moment, wie viele waren das? Doch, 45 Spieltage müssen die haben. Deswegen haben viel mehr als wir. Man sieht, unsere zweite Mannschaft hat schon mehr Punkte gesammelt als unsere erste. Einfach, weil sie schon viel mehr Spiele gehabt haben. Weil eben, ja, weil es ja eben 3 Runden gibt in der Liga und in unserer gibt es nur 2 Runden. Hin- und Rückrunde. Gut, so viel dazu. Und ansonsten würde ich sagen, ich versuche mal einen Vertrag zu verlängern. Nein, nicht hier, sondern Karriereoptionen. Vertrag verlängern. Das Präsidium wird sich beraten und dann auf sie zukommen. So. Das heißt, wir werden bald versuchen, unseren Vertrag zu verlängern. Und ansonsten war es das fürs Erste. Und dann sehen wir uns spätestens beim Spiel gegen
Fiorentino wieder, aber vielleicht auch schon zur Vertragsverhandlung. Mal schauen. Also, bis dann. So, und da wären wir bei der Vertragsverhandlung. Also, es hat jetzt eine Woche ungefähr gedauert. Was ja ungefähr ziemlich genau. Also, na gut, wir haben am Sonntag nachgefragt und jetzt am Samstag, dem nächsten Spieltag, kam die Reaktion. Und jetzt haben wir ein Angebot vorgelegt bekommen. Also, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Also, wir würden bei dem aktuellen Angebot ein bisschen mehr, geringfügig mehr verdienen, geringfügig mehr Siegprämie kriegen. Na gut, fast das Doppelte, aber. Oder ja, ungefähr das Doppelte. Aber naja, im totalen Zahlen ist es jetzt auch nicht so viel. Na gut, kann sich sammeln, ne, das Geld. Aber egal. Die Gewinnbeteiligung ist auf jeden Fall niedriger als vorher. Die wollen uns einen 2-Jahres-Vertrag anbieten. Und die automatische Gehaltssteigerung haben sie rausgenommen. Die Option für den Verein bleibt bei dem Angebot weiterhin drin. Und Ziele sind einfach Meisterschaft, Meisterschaft, Meisterschaft. Ja, okay, aber das Ziel würde ich mir auch setzen. Keine Frage. Aber, überlegen wir mal. So, was wollen wir haben? Lieblingsverein ist der Verein bereits. Das ist bereits unser Lieblingsverein. Also da muss ich nichts ändern. Auslandsangebot, ich will nicht ins Ausland gehen. Höhere Liga, gibt keine höhere Liga. Nur in dieser Liga gültig. Wir können nicht absteigen. Auch Schwachsinn. Ja, Option für den Manager. Könnte man sich reinnehmen. Aber ich glaube nicht, dass ich das für nötig halte unbedingt. Ich glaube, wir lassen das mal weg. Also ihr könnt ja zu allem, was ich jetzt gerade mache, ist eure Meinung natürlich wieder herzlich willkommen, weil das ist, wird nicht die letzte Vertragsverlängerung sein. Es wird noch weitere geben, denn ich möchte diesen Vertrag nur um 1 Jahr verlängern. Das ist eine Bedingung von mir. Die Option für den Verein kann ruhig drin bleiben, damit er unseren Vertrag noch verlängern kann, falls wir scheitern sollten, den Vertrag selbst rechtzeitig zu verlängern. So als kleiner, als kleines Netz oder doppelter Boden quasi, falls es nicht klappen sollte oder wir was vergessen sollten. Ansonsten gilt es jetzt ein bisschen die Forderung nach oben zu schrauben, damit wir ein bisschen was rausholen können. Ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Verhandlungspartner, aber ich würde einfach mal sagen, wir heben sämtliche Forderungen mal nach oben. Vielleicht hier so eine, weiß ich nicht, sowas im Bereich der 4000 vielleicht, was das Jahresgehalt angeht, Siegprämie. Ah, weiß ich nicht. Bin ich unschlüssig? Vielleicht so 130. Gewinnbeteiligung, die setze ich mal hoch. Wie hoch kann man die überhaupt setzen? 10%. Ziel sollte sein, vielleicht irgendwann an die 10% zu kommen, wenn wir das verhandeln können. Ich gehe mal hoch auf... Also wir müssen schon was rausholen. Vielleicht 2%? Weiß nicht, ist schon viel, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die auf dieses Angebot reagieren, weil wir haben jetzt einiges hochgeschraubt. Das könnte die verschrecken. Immerhin lasse ich die Gehaltssteigerung weg, weil ich ja sowieso immer nur 1-Jahres-Verträge unterschreiben möchte. Das kann die uns ruhig genommen werden, weil sie sowieso nie ins Gewicht fällt. Keine Auswirkung haben wird im Optimalfall. Aber den Rest würde ich gerne nach oben schrauben. Okay, deshalb würde ich es mal sagen, wir legen das Angebot mal so vor. Ich hoffe, das verschreckt sie nicht. Oh. Hat es aber. Das war gleich zu viel auf einmal. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet in dem Ausmaß. Gut, beim nächsten Mal weniger auf einmal fordern. Was mich nur ein bisschen ärgert, ist, dass die Gewinnbeteiligung jetzt niedriger ist als vorher. Das ärgert mich so ein bisschen. Ist die Frage, ob ich jetzt nochmal runtergehen sollte. Dass ich das vielleicht so lasse, wie es ist. Vielleicht nochmal sage, aber ich hätte gern die Gewinnbeteiligung vom alten Vertrag. Vielleicht kann man die ja noch irgendwie raushandeln. Ansonsten müssen wir vielleicht in eine zweite Runde gehen. Ich hätte gern die alte Gewinnbeteiligung. Nee, wollen sie nicht. Okay. Dann hat das jetzt noch nicht geklappt. Müssen es später nochmal versuchen. Schade.
Aber gut, falls wir es nicht hinkriegen sollten, den Vertrag zu verlängern, können Sie immer noch die Option ziehen. Das ist nicht das Problem. Und ansonsten ist das das nächste Spiel, aber ich muss es erst noch vorbereiten. Das heißt, wir werden noch mal eine kleine Pause einlegen. Aber hier haben wir schon mal die Statistiken gesehen, die es da theoretisch gibt. Was gibt es noch so für Nachrichten aktuell? Oh, neue Jugendspieler entdeckt. Ah, vom Jugendtrainer. Das ist nichts Gescheites. Nee, ist es auch nicht. Ich nehme trotzdem an. Ich bilde mir ein, dass es irgendwie einen guten Ruf hätte, wenn man einen guten Ruf bekommen würde, wenn man erstmal jeden annehmen würde. Oder so. Keine Ahnung. Was wollte ich? Nochmal gucken, ob man vielleicht nicht mal mit den Leuten reden könnte oder sowas. Ne, wobei eigentlich Vorstandsvertrauen ist super. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt sagen, Vertrag verlängern, dann werden die wahrscheinlich sagen, dass sie das noch nicht machen wollen. Nicht sehr an sich beraten, dann auf uns zukommen. Ja gut, dann gibt es vielleicht demnächst schon die nächste Chance. Gut, dann habe ich auf jeden Fall gelernt, dass ich die Forderung nicht so hochschrauben darf auf einmal, dass ich nicht gleich verdoppeln darf. Merke ich mir für das nächste Mal. Ja, wir haben noch ein paar Monate Zeit, um unseren Vertrag zu verlängern. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Gut, ansonsten würde ich sagen, werde ich das Spiel vorbereiten. Das nächste. Und ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, und da wären wir jetzt auch zum Spiel. Ich habe es in der Zwischenzeit vorbereitet. Hier sind wieder diese Bildschirme, die es zu Beginn zu sehen gibt. Und die wir auch vorhin schon gesehen haben. Jedenfalls ist das der Tabellenerste zu Hause gegen den Tabellenzehnten. Aber, Achtung, Achtung, die stärkste Mannschaft gegen die drittstärkste Mannschaft. Das heißt, es kann durchaus eng werden. Also, die sind wohl. Die hatten wohl vielleicht am Anfang der Saison uns ein bisschen schwer gehabt, aber aktuell scheinen sie sich richtig gemacht zu haben, wenn ich das richtig sehe. Wir können uns die gleich nochmal genau angucken. Das Hinspielergebnis waren 3 zu 0 für uns. Auswärts. Jetzt sind wir zu Hause. Aber mal weiter. Das sind die weiteren Spiele des heutigen Tages. Und ansonsten schauen wir mal eben in die Stärktabelle, um das nochmal zu schauen. Fiorentino ist hier. Die hatten doch einen richtig schwachen Start gehabt in die Saison, ne? Und jetzt sind die hier gelandet. Nicht schlecht. Also die haben ganz schön was getan. Ja, und es gibt auch sonst noch was, das passiert ist in der Zwischenzeit. Und zwar hat die Winterpause anscheinend nicht nur Fiorentino gut getan, sondern auch unsere A-Jugend, die bisher nur 2 Punkte gesammelt hatten in der Hinrunde, haben jetzt mal 6 zu 0 gegen Kailungo gewonnen. Also die sind auch aktuell richtig stark geworden jetzt in der Zwischenzeit. Bestimmt den Spielen zu verdanken, die wir gegen unsere A-Jugend bestritten haben. Also die Mannschaftsstärke bei einer 240. Gut, das liegt auch an der Moral, wo einige auf euphorisch sind, die allgemein ziemlich gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht motiviert werden durch die Spiele gegen die erste Mannschaft, dass sie sich darüber vielleicht freuen oder sowas. Vielleicht ist deswegen die Moral so hoch. Jedenfalls hat denen das gut getan, die Winterpause. Die sind jetzt um einiges stärker als vorher. Und ich habe langsam Hoffnung, dass wir es doch noch schaffen, sie aus dem Tabellenkeller hier raus zu befördern. Also wenn sie jetzt schon gegen Kailungo, gut, Kailungo ist auch relativ weit unten, aber die haben gegen die jetzt 6 zu 0 gewonnen. Schauen wir mal die Stärke an. Die Stärke 42 bei unserer A-Jugend und bei den anderen. Suchen wir uns mal die Nummer 2 raus. Wer hat denn die zweitstärkste Jugend? Hier, La Fiorita, natürlich, wer auch sonst. Mit 192. Also wir sind auch einiges stärker, was die Jugend angeht. Ist die Frage, ob wir das noch ausspielen können, dieser Vorteil. Aber es besteht Hoffnung, dass wir noch aus dem Tabellenkeller rauskommen. Gut, und die B-Jugend ist sowieso ein bisschen besser aktuell gestellt. Und ich denke mal, die werden auch nicht so viel nachgelassen haben in der Zwischenzeit. Gut, das wollte ich gezeigt haben, sonst habe ich auch alles erledigt. Ne? Hier mal ein kleiner Einblick in diese Hobbys und so. Ach ja, da fällt mir ein, ich könnte vielleicht die Freundin wieder mit ins Stadion nehmen. Ich bin aber echt am Überlegen, wenn sich bis zum Ende an der Fußballbegeisterung von ihr nichts geändert hat, dass ich vielleicht doch dann entscheide, dass wir uns von ihr trennen.
und eher warten, dass wir vielleicht jemanden bekommen mit einer Fußballbegeisterung von 4 von 4. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so bleibt oder so, oder ob wir die noch irgendwie hochbekommen. Denn ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn wir irgendwann mal Söhne in unserem Verein haben wollen, die dann auch spielen. Das hätte ich nämlich immer ganz gerne. Hatte ich nämlich noch nicht. Bisher. Und ansonsten, ja. Wir sind wieder nach Stärke aufgestellt. Also haben wieder in dem Spiel zwischendurch die Schwächsten aufgestellt, um halt jetzt möglichst gut aufgestellt zu sein. Und ja, dann würde ich sagen, auf geht's ins Heimspiel gegen Fiorentino. Auf geht's. So. Und dann wählen wir wieder das 3D-Spiel aus. Wir spielen im Heimtrikot und Fiorentino auch. Das setzt sich nämlich ganz gut ab. Gut, dann auf geht's. Wir holen mindestens ein Unentschieden. So, und da wären wir beim Spiel des Tabellenzehnten gegen den Tabellenführer bei uns zu Hause. Ein Spielergebnis 3:0, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, oder war das so? Ich glaube schon. Aber ja, wie gesagt, Achtung, die sind stark. Die sind wirklich stark. Und da haben sie auch gleich die erste Chance. Oh, ich dachte schon, der würde an dem vorbeifliegen, an den Zagi. Ich habe den schon drin gesehen. Okay, ja gut, man sieht, sie haben was drauf. Sie haben sich nämlich, ja, wie schon gesagt, ganz schön verbessert in der Vergangenheit. Und da sind wir mit unserer ersten Chance und leider vorbei. Okay. Ja, also wie gesagt, stärkemäßig. Moment, ich muss mal das Mikro ein bisschen angenehmer für mich ausrichten. So. Ja, wie gesagt, es wird nicht einfach werden, denn sie sind, je nachdem wie man die Stärke berechnet, die dritt- bis sechststärkste Mannschaft der Liga, so in dem Bereich. Also sie sind, haben wirklich was drauf für sanmarinesische Verhältnisse. Da darf man nicht vergessen. Die hatten einen schlechten Start in die Saison gehabt, aber jetzt sind sie wirklich, wirklich stark geworden. So, und da sind wir mit Milozzi, der einen Fehlpass produziert. Aber der Ball kommt bei der Rosa an und ist leider vorbei. Schade. Gut, und wir sind bei einer Mannschaftsstärke von 314 gewesen. Also wir haben jetzt eine sichere 300 geknackt mittlerweile, was die Stärke angeht. Das war ja am Anfang noch nicht so einfach, die 300 zu knacken, aber wir verbessern uns auch von Spiel zu Spiel. So, Elia. Da ist Fiorentino am Zuge. Das sieht nicht gut aus. Oh, aber das ist nochmal gut gegangen. Hui. Und da ist schon wieder Fiorentino am Zug. Und geht er ins Aus? Ja, doch, geht er ins Aus. War ein bisschen knapp geworden. So, Einwurf für uns. Und da ist Platz. Oh, schade, der ist ein bisschen zu weit. Pirlo steht hier im Tor. Untypisch für einen Pirlo, aber warum nicht? So. Oh, gar kein Foul anscheinend. Jetzt der Rosa dran. Wir haben eine Überzahlsituation vor dem Tor. Die anderen waren alle hinter uns, aber wir konnten daraus kein Profit schlagen. Schade. Na gut, vielleicht war da vielleicht auch eine Abseitssituation. Ich glaube aber weniger. Ich meine, wir wären schon durch gewesen. So, okay. Okay, da bleibt Milozzi am Verteidiger hängen. Aber er hat noch eine Chance bekommen. Aber ja, das habe ich schon kommen gesehen. Den hat Pirlo sicher. Nächste Variante. Okay, nee, doch nicht. Da wurden wir gefoult. Also Fulignati wurde gefoult. Freistoß. Der wird von Sorrentino getreten, wenn ich das richtig sehe. Kann das sein? Ne, Gicciardini. Sorry, ich habe da was verwechselt. Das war Gicciardini. Ich weiß gar nicht, ob Sorrentino spielt. Ich glaube, der spielt gar nicht. Oh, schade. Wie kann man... Ach, Mann. Hätte so einfach werden können, aber das war, glaube ich, Cannarsa. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich muss so ein bisschen lernen, die Leute an der Optik zu erkennen. Weil nicht immer der Name dabei steht. Oder man die Nummer sehen kann. Die Nummern weiß ich sowieso nicht auswendig. Nur die eigene vom Spielertrainer, die weiß ich auswendig.
weil die bewusst ausgewählt ist. Wobei der Rosa hat, glaube ich, die 11. Und Inzaghi hat die 1. Aber viel mehr weiß ich jetzt aus dem auf Anhieb nicht. Oh, das war ein Foul von Fiorentino. Das gibt die gelbe Karte. Für Giovanni Consigli. So, Freistoß für uns. Und der kommt an. Gut. Ah, schade. Okay, das dürfte jetzt nicht so schwierig werden, das zu klären, die Situation. Oh, sogar ein Foul von einem Stürmer. Das ist aber nicht die schönste Art. Alessio Baronio. Stürmerfouls halte ich immer so für ein bisschen überflüssig, ne? Ich weiß nicht, also. Na gut, man will vielleicht keinen Foul spielen, ne? Das kann sein. Aber das war schon mal so eine Art von Grätsche, weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen. So, der Rosa, auf geht's. Elfmeter. Elfmeter. Okay, das könnte schwierig werden, weil wir kennen ja unsere Elfmeterschützen, die schießen ja gerne mal vorbei. Das heißt, es ist noch kein Tor. Es ist noch kein Tor. Es ist auch kein Tor. Oh Mann. Wir haben so schlechte Elfmeterschützen. Die Elfmeter gehen bei uns nie rein. Diesmal ging der immer aufs Tor. Das ist mal schon besser als die meisten anderen Elfmeter, die wir bis jetzt gesehen haben. Oh? Hä? Da gibt Petrucci einfach auf. Okay. Aber ich weiß nicht, ob... Oh? Schade. Ob bei uns schon mal ein Elfmeter im Spiel drin war? Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube, im Spiel nur das Elfmeterschießen gegen Juventus Dogana. Da waren ein paar drin. Aber auch nicht genug. Oder das Consigli mit der Chance. Oh, oh. Kein Nachschuss zum Glück. Glück gehabt. So, und dann geht die erste Hälfte torlos zu Ende. Okay, wie schlägt sich ja La Fiorita? Die führen gerade. Okay, das ist auch wenig überraschend. Die gewinnen ja auch irgendwie alles. Oder fast alles. Ja, wenn wir das nicht gewinnen, dann sind wir halt schon mal gerne wieder hinten, ne? Also, hier gilt es vielleicht klug zu wechseln. Dann werde ich vielleicht Fulignati rausnehmen, weil er ein bisschen müde ist oder nicht so fit ist. Ansonsten die müdesten vielleicht auswechseln. Wobei wir jetzt nicht so sonderlich müde Leute haben, ne? Ja, vielleicht mal mit Canarsa einen frischen Stürmer einwechseln, der noch bei frische 100 ist. Ansonsten können wir uns den letzten Wechsel vielleicht aufheben. Für die 70. Minute so in dem Bereich. Falls noch irgendwas passiert, denn wir müssen gewinnen, finde ich, durchaus. Denn wir wollen ja Tabellenführer bleiben. Und ich rede mal eben mit mir selbst. Das habe ich von mir schon besser gesehen. Ich kann es besser, das weiß ich. Das, am besten kommt es wahrscheinlich, wenn ich sage, das habe ich von dir schon besser gesehen und ich antworte dann selber. Ich kann es besser, das weiß ich. Wie gesagt, immer das Bild vor Augen haben. Ne? Wie der Trainer einer leeren Bank gegenübersteht. Das sagt und sich schnell auf die Bank setzt und antwortet. So läuft das nämlich ab bei San Marino Calcio. So, ansonsten würde ich gerne noch Fulignati ein bisschen motivieren, wegen dem Selbstvertrauen, auch wenn er jetzt nicht mehr spielt. Denn er braucht ein bisschen Selbstvertrauen. Dann Milozzi noch und dann vielleicht noch Drucki. Und dann geht's weiter in die nächste Hälfte. So, und ich muss dran denken, dass wir noch wechseln müssen. So gegen 70. Minute ungefähr möchte ich den gerne gewechselt haben. Den letzten, den wir noch übrig haben. So, Ficarra. Consigli, der vorhin beinahe ein Tor geschossen hätte, wenn ich mich recht erinnere. So, Semprini. Vitale. Die Lieblingsbeschäftigung von Kommentatoren. Einfach nur stumpf die Namen vorlesen oder die Namen nennen, von denen die gerade am Ball sind. So, und gelbe Karte für Koyor Lumbengarav. Keine Ahnung, wo der herkommt. Auf jeden Fall, Moment, der sieht asiatisch aus. Das heißt, wo könnte man so einen Namen haben? Weiß ich nicht. Wo haben die Leute solche Namen? Laos? Weiß ich jetzt nicht. Oh, schade. Das war leider nichts geworden. Können wir gleich mal nachgucken, wo der herkommt.
Interessiert mich jetzt doch ein bisschen, wo der Name herkommt. So, Canarsa. Schade. Oder vielleicht kommt der auch aus so einem Istan. Weißt du, sowas als Ex-UdSSR, so ein Land in der Gegend. Weiß ich nicht, vielleicht heißen die Leute da auch so ähnlich. Wie gesagt, mein erster Gedanke war vielleicht Laos, aber ich glaube, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wo die Leute so heißen. Immer noch die Abseitsaufnahme. Okay, das ist ja ein lächerliches Abseits. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein lächerliches Abseits gesehen habe. Aber okay. Canarsa. Und da haben wir noch eine Chance. Schade. Das war ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen zu kurz geschlossen vielleicht von Garitano. Hätte er vielleicht sich noch ein bisschen zurechtlegen können. Aber gut. Weiter geht's. Wir haben noch ein paar Minuten. Milozzi. Der Ball kommt an, aber dann doch nicht so richtig. Aber nächste Chance. Milozzi ist wieder da. Der ist ein bisschen zu weit, oder? Ja, schade. Ich fange an, wieder ein bisschen nervös zu werden, dass das wieder nichts werden könnte. Sottil. Ich mache mir immer mehr Sorgen. Oh, oh, oh. Oh, nein. Ja, da liegen wir hinten. Ich werde mal den Wechsel ziehen. Wer ist am müdesten? Jetzt ist Cannavaro und Canarsa sind richtig müde geworden. So war das nicht von mir gedacht. Nee, ich werde einfach in der Offensive wechseln. Vinha für Milozzi. Der Kapitän kommt jetzt rein. Das ist sehr schlecht. Wir könnten wieder unsere Führung verlieren. So, das ist Vinha. Jetzt mache ich mir wieder richtig Sorgen. Das ist nicht gut. Sottil. Na, da kann Petrucci irgendwie nicht richtig ankommen. Aber blockt den immerhin ab. Das gibt sogar Abstoß. Ha, sehr schön. Gut gelöst. Weiß nicht, ob das gekonnt war oder Zufall, aber gut gelöst. Jetzt sind die Fiorentino-Leute wieder dran. Oh, noch nicht geklärt, die Situation. Jetzt sind die schon wieder am Ball. Oh nein, 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 nein. Oh. So, jetzt aber. Macht was draus. Sehr schön. Nein, das war gut geklärt. Gut, Ball abgenommen von Ficarra. Gut ab, aber wir brauchen das Tor. Mindestens eins, am besten zwei. Und, ach nein, dann schießt er vorbei. Ach Leute. So, dann kommt Giovanni Fiore für Alessio Baronio. Da ist er auch gleich am Ball. Und haut ihn ins Aus. Coppola. Muss ich an der Pate denken. Francesco Coppola für Kojor Lumbengarav oder so ähnlich. Weiß nicht genau. Mensa. Ich frage mich, wo der essen geht. So. Wahrscheinlich in seinem eigenen Laden. Vielleicht irgendwo in einem Betrieb oder in einer Schule oder so. Hat er vielleicht einen eigenen Laden, wo man essen kann. Nach ihm benannt. So, Garitano. Schade. Das Spiel ist gleich zu Ende. Wir sind in den 80ern. Und da ist wieder eine Chance für Fiorentino. Okay, geklärt. Und das war schlecht geklärt. Sehr schlecht geklärt sogar. Jetzt sind die wieder durch. Und noch nicht mal abseits anscheinend. Obwohl der so frei da vorne war. So, nächste Chance für uns. Garitano. Metallo. Ist durch. Und doch nicht durch. Okay, nächste Chance. Canarsa, das war irgendwie ein Foul. Wenn ich da kaum was gesehen habe. So, nächster Wechsel für Fiorentino. Alexander Sala für Nicola Semprini. Und, ach Mann, der ist auch nicht drin. Oh, wir verlieren das, glaube ich. Sieht doch noch aus, als würden wir das verlieren.
Das ist nicht gut. Dann werden wir auch wieder unsere Tabellenführung verlieren. Wir haben frische Leute, wir haben starke Leute und wir kriegen es trotzdem halt nicht hin. Das ärgert mich. Vor allem, weil wir halt so viele Chancen haben, ne? Die Chancenverwertung ist halt irgendwie ein Riesenproblem, habe ich den Eindruck. Wenigstens noch unentschieden. Kommt schon, Leute. Ne, den hat er, oder? Nee, doch nicht. Patzer von ihm, aber wir können daraus keinen Profit schlagen. Und da ist der Abpfiff. Wir haben verloren. Und damit wahrscheinlich auch wieder die Tabellenführung verloren. Das ist ärgerlich. Da ist La Fiorita wohl wieder vorne. Wir haben bestimmt gewonnen, oder? La Fiorita. Oh, die haben verloren? Da hat Murata das Spiel noch gedreht. Ich sag mal Glück im Unglück, aber wir hätten uns absetzen können, ne? Aber Glück im Unglück gehabt. Oh, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich habe ja oben, also das sieht man vielleicht oben in den Einblendungen, aber da guck ich während des Spiels nicht hin. Deswegen, kam das jetzt überraschend. Ja gut, ich ärgere mich darüber, dass wir uns nicht ersetzt haben, weil wenn wir uns abgesetzt hätten, dann hätte ich beim nächsten Spiel wieder angefangen, nach Frische aufzustellen, um wieder allen die Pflichtspiele zu geben, die sie verdienen. Oder die ich ihnen gerne geben möchte. Aber es bleibt knapp. Wir müssen weiterhin das alles geben. Die Meisterschaft bleibt spannend. Na gut, auch wenn wir 3 Punkte vorne wären, die Meisterschaft wäre immer noch spannend. Aber bisschen angenehmer. Gut, La Fiorita hat verloren. Aber wir halt auch. Das ist halt auch schlecht für uns. Ich weiß nicht, ob der Vorstand uns das schon übel nimmt, wenn wir alleine schon ein Spiel verlieren, auch wenn wir nicht die Tabellenführung verlieren. Wer weiß. Auf jeden Fall war das Spiel ein Reinfall für uns. Also, wie es eigentlich grundsätzlich eigentlich ist, wenn man halt die beste Mannschaft ist. Man setzt sich natürlich für jedes Spiel das Ziel, zu gewinnen. Und es war wieder so ein Fall von Chancenverwertung, den ich da so im Gefühl hatte, oder? Es sah grundsätzlich nicht so schlecht aus, aber sie haben so oft daneben geschossen. Wir haben auch wieder einen Elfmeter daneben gesetzt. Weißt du, wie eigentlich jedes Mal. Naja, gut. Ich meine, man hat ja bei dem Spiel gegen Juventus Doğana, hat man ja gesehen, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, den einen oder anderen Elfmeter mal auch ins Tor zu befördern. Aber im Spiel klappt es halt nie, weißt du? Und das ist die Frage, warum klappt es im Spiel nicht? Naja, gut. Aber wir sind wohl noch vorne, wenn ich das richtig interpretiert habe. Weil beide Spitzenteams verloren haben. Es ist halt auch der Vorsprung zu Virtus ein bisschen kleiner geworden. Aber ja, okay, wir haben Glück gehabt. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil wir uns hätten absetzen können. Wenn der Tag heute besser gelaufen wäre. Schade. Glück gehabt, aber schade. So, Manita und Izagi sind aber trotzdem in der Mannschaft des Tages. Und was ist denn bei Faetano abgegangen? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute in der Mannschaft des Tages. So viel hatte ich ja noch nie, glaube ich, da drin, oder? Hatte ich schon mal persönlich in meiner FM-Geschichte schon mal so viele Leute in der Mannschaft des Tages? 6 Leute? Wahnsinn. Okay, auf jeden Fall Inzaghi und Manita. Mit guten Leistungen heute, die 11 des Tages würdig waren. Noch generell nicht schlecht, die Faetano-Leute mit ihrer Leistung, ne? So, 5 beste Mannschaft. Faetano die beste, das wundert mich jetzt gar nicht. Bester Spieler des Tages war heute anscheinend Inzaghi. Obwohl wir verloren haben. Spricht vielleicht gegen unsere Abwehr, dass der Torhüter glänzt. Ist grundsätzlich, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn der Torhüter viel zu tun bekommt. Ja, naja. Auch 4 Spiele Sperre. Grund rote Karte, ja, aber rote Karte ist ja nicht der Grund. Der Grund ist ja noch was anderes. Was da sonst noch passiert ist. Naja. Oh, guck mal, wir sind nicht mehr die unfairste Mannschaft der Liga.
Kai Lungo und Serra Valle, also Kosmos, Serra Valle sind unfairer als wir. Ha, nicht mehr die unfairsten. Juhu. Wir sind nicht die schlechtesten. Ja gut, hier gibt es ein bisschen viel Information, um das zu zeigen. Das Duell. Wieder 4:0, 4,0 gegen 4,0. Ja gut. Ja, und der FC Fiorentino war das erfolgreichste Team in diesem Winter. Man hat es auch gemerkt, die waren doch mal zeitlang Tabellenletzter und sind jetzt auf den 10. Platz vorgerückt. Und naja, jetzt vielleicht noch weiter. Ich habe jetzt nicht mehr auf den Platz geguckt, wo sie jetzt gelandet sind. Aber vor dem Spiel waren sie ja auf jeden Fall auf dem 10. Platz. Und jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade abgerutscht. Wahrscheinlich sogar noch weitergekommen. Okay. Glückwunsch an Fiorentino. Die zweite Mannschaft hat gegen Fiorentino gewonnen. Immerhin. Ich schaue gerade nochmal, wo war Fiorentino jetzt? 9. Sind nochmal einen Platz nach oben geklettert. Wie gesagt, wir haben riesen Glück gehabt, dass Fiorita ausgerechnet jetzt gepatzt hat. Haben natürlich Pech gehabt, dass wir uns nicht absetzen konnten, weil jetzt wäre die Gelegenheit da gewesen. Antonio Acerbis wurde nach seinem Platzverweis, nach einer Tätlichkeit für 5 Spiele gesperrt. Akzeptieren Sie das Urteil des Sportgerichts? Ja, ich sag mal, ich möchte jetzt den Einspruch, wenn das jetzt schlechte Auswirkungen hat, wenn man ständig Einspruch einlegt, dann möchte ich das nicht verschwenden dafür, dass wir jetzt Zweitmannschaftsspieler retten. Deswegen akzeptiere ich das jetzt mal. Sorry, Antonio, aber wir heben uns den Einspruch vielleicht für unsere erste Mannschaft auf, wenn das wirklich wichtige Spieler sind. So, ja, wie gesagt, unsere Reserve hat gewonnen. In der Mannschaft der Woche haben wir 2 Leute drin. Man sprach natürlich fehlgeschlagen. Das ist natürlich schlecht für unsere Moral und das Vertrauen und sowas. Und ja, das dürfte jetzt ein bisschen gelitten haben. Unsere Mannschaftsstärke ist wieder unter die 300 gerutscht, dadurch, dass die Moral jetzt generell abgefallen ist dadurch. Ärgerlich. Aber wie gesagt, wir sind immer noch die stärkste Mannschaft, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können hier nochmal kurz was schauen. Das schwankt auch immer ein bisschen. Milozzi war zwischenzeitlich auch unter plus 16, aber das wird wahrscheinlich gleich wieder landen, da oben. Finde ich mal wieder interessant, wie sich das wohl noch entwickeln mag, diese Saison. Also man muss schon mindestens plus 6 haben, diese Saison, damit man überhaupt in der Statistik auftaucht. Das finde ich schon interessant. Aber gut, das war's für heute. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit nochmal eine Vertragsverhandlung. Mal schauen, wie ich die noch einmal einbaue, ob die nochmal auf uns zukommen. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen wieder für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.